Herr Präsident, meine Damen und Herren! Angesichts der Späte der Zeit widerstehe ich der Versuchung, auszuführen, an welche Jahreszahlen ich hier bei einer Fraktion im Hessischen Landtag so denke im 20. Jahrhundert. Das wäre noch einmal ein anderes Thema für eine andere Debatte. Zweifelsohne, es ist ein richtiger Schritt, dass Bund und Land, oder um mit dem Kollegen Michael Reul zu sprechen, Michael und Olaf zusammen mehr als 1,2 Milliarden € zur Verfügung stellen. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, die finanziellen Einbußen der hessischen Kommunen infolge der Corona-Pandemie sind immens. Auf Basis der letzten Steuerschätzung könnten sich die Einnahmeverluste bis 2023 auf bis zu 3,5 und bis 2024 auf bis zu 4,2 Milliarden € belaufen. Wir teilen die Auffassung, dass es vom Land auch keine Goodwill-Aktion jetzt sein kann, den Kommunen zu helfen, sondern dass es schlicht und ergreifend verfassungsrechtlich geboten ist, in schwierigen Zeiten die Kommunen finanziell zu unterstützen. Wir sehen mit Blick auf das Sondervermögen, für dem ja noch 1,9 Milliarden € für die Kommunen verbleiben, verglichen mit der Steuerschätzung Perspektive 2024 immer noch eine Differenz von 1 Milliarde €. Es ist völlig richtig, dass in unserem Gespräch mit den kommunalen Spitzenverbänden die Hilfsmaßnahmen einhellig positiv kommentiert worden sind. Das finde ich, das war so, das muss man hier auch erwähnen. Aber wir dürfen nicht vergessen, wahrzunehmen, dass Sie auch darauf hingewiesen haben, dass die Probleme damit nicht gelöst sind. Sorgen bereitet die Kommunalen Spitzenverbände insbesondere die Entwicklung in den kommenden Jahren 2021 und 2022. Die Spitzenverbände haben zudem darauf hingewiesen, dass mit der Kompensation der Gewerbesteuerausfälle das Problem der Mindereinnahmen bei den Anteilen der Einkommen- und Umsatzsteuer noch nicht gelöst ist. Wir finden, diesem Problem darf sich die Landesregierung nicht verschließen. Grundsätzlich gilt, die Kosten der Krise dürfen auch nicht auf die Kommunen abgewälzt werden. Forderungen nach Konsolidierung, übersetzt Kürzungen in den Kommunen, sind der falsche Weg. Die hört man ja hier so mitunter von den Regierungsfraktionen. Wir finden, die Kommunen müssen jetzt investieren und nicht in die Krise hineinsparen. Da sind wir uns auch einig mit den Kommunalen Spitzenverbänden. Abschließend möchte auch ich den Direktor des Hessischen Städtetags, Dr. Dieter, hier erwähnen, und ich möchte ihn paraphrasieren, immer ein schwieriges Wort. Wir haben hier im Hessischen Landtag schon bei deutlich weniger Geld länger geredet und länger gestritten. In diesem Sinne, vielen Dank.